jetzt die linke Vorderseite der Kritzner 788, an der ihr ganz wichtige Einstelloptionen findet. Auf der ganz vorderen Position ist es die Möglichkeit, die Abschnittbreite des Stoffes zu verändern. Von ganz schmal beim Rollsaum, deswegen auch das R, über die Standardeinstellung 5 mm bis hin zu 7 mm. Und zwar wird diese Abschnittsbreite berechnet von der Position, wo das Messer auf den Stoff trifft, bis zur jeweils linken Nadel. Wenn ich also 5 mm einstelle, dann habe ich genau 5 mm an der Kante bis zu dem Punkt, wo meine Nahtlinie ist, wenn ich denn direkt mit der Overlock versäubern und nähen möchte. Hier wird das Messer arretiert, das zeige ich gleich, wie es geht. An dieser Stelle auch wieder auf der einen Seite ganz schmal das R angezeigt für den Rollsaum. Das ist die Stichlänge, so wie wir es von der Nähmaschine kennen, von ganz, ganz kurzer Stichabstand bis zu 4 mm ist es möglich. Es ist auch entscheidend, dass man diese Stichlänge verändern kann, damit man zum Beispiel mit dem mitgelieferten Palettenfuß dann abmessen kann, alle wie viel Millimeter muss hinter einer Palette oder einer Perle wieder ein Stich erfolgen. Da muss man das dann einstellen können. Hier ist die Möglichkeit, den Differentialtransport von 0,7 bis 0,1 zu verstellen. In der wird das Messer, wird das Material selbstverständlich in die Länge gezogen. Über 1 bis 2 wird das Material zusammengerafft und es ergibt dadurch einen Kräuseleffekt. Beim Messer ist es so, dass man sieht das jetzt in der Position vielleicht nur ein bisschen, wenn ich hier am Handrad stehe, hier kommt der Nadelhalter nach oben, dass man sich die Klappe aufmacht, mit dem Handrad so lange dreht, bis die Nadel an der untersten Stelle ist, und wenn man dann an der untersten Stelle angekommen ist, ist auch das Messer ganz unten, dann arretiert man das Messer und dann bewegt es sich nicht mehr. Möchte und schneidet dadurch natürlich auch nicht ab. Möchte man das Messer wieder in Betrieb nehmen, dann wird es einfach wieder rückgängig gemacht. Das kann ich vielleicht gleich noch zeigen. Ist ganz simpel. Man zieht es raus und der Freiarm ist quasi so möglich. Es bleibt am Gehäuse im unteren Bereich noch die Kante, aber man könnte jetzt hier etwas Schmales drüber, wie zum Beispiel ein Ärmel oder ein Hosenbein von einem Kind drüber krempeln und könnte dann jetzt hier völlig problemlos den Freiarm nutzen.